Ultraleistung auf einer 94? Fragezeichen. Ach, Ultraleistung ist ja schlecht. Ihr habt ja vollkommen recht. Ultraleistung ist ja... Ich habe bei Ultraleistung hab ich natürlich gedacht, dass es halt ultra gut aussieht. Okay, das ändern wir gleich. Scheiße. Ultraleistung ist die schlechteste Qualität. Ja, mein PC hat Ultraleistung. Richtig, Nesis. Okay, ein neues dunkles Zeitalter ist herangebrochen. Jada, jada, jada. Nimm immer wieder den Krieg herrscht. Die Aufklärung ist Aberglauben, Sinn entleert der Rhetorik. Bla, 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 bla. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Haltet die Fresse, wie ich erschieße euch. Okay? Too long didn't read. In the grim darkness of the far future, there's only war. Scheiße, das sieht jetzt bestimmt aus wie so ein Atari-Spiel von 1983. Kadaku. Wenn ich jetzt Escape drücke, um die Stelleinstellung zu machen. Das war ja mal wieder dumm von mir. Meint ihr, dass Computerterminals im Jahr 40.000 immer noch so aussehen? Ein bisschen oldschool, so Monochrom-Bildschirm und so. Ich weiß nicht, ob die sich nicht mit 40k ein bisschen überhoben haben. Also im Sinne von... Lass mal in die Zukunft gehen, lass das mal in der Zukunft spielen. Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht. 2090. Nee, nee, lass mal weitergehen, so 40.000. 40.000? Das hat Hintergrund, mein Guter. Ja, ich weiß, jetzt kommen hier natürlich die Kommentare von den 40k-Fans. Ich will mich auch überhaupt nicht drüber lustig machen. Ich liebe 40k ja selber. Aber auch, ich habe trotzdem keine Ahnung von der Lore. Also, meine Scherze wollen nur meine Unwissenheit übertünchen. Ihr dürft aber gerne in den Chat ein bisschen Infos reinposten, damit wir alle ein bisschen schlauer sind. Ich fand das irgendwie schon immer geil. Ich hab's nie gespielt, 40k. Ich hab mal Bloodborne. hab ich mal gespielt. Und Battletech und so. Aber man hat immer so ein bisschen auch so zu Warhammer 40k geguckt und fand das immer irgendwie geil. Aber mehr als StarQuest ist es nie geworden bei mir. Kurt Stromberg, danke für 5 Subs. Kadaku, da sind wir gelandet, haben wir auf jeden Fall den Abstürzen gelegt. Sieht aber nicht so schlecht aus dafür, dass ich jetzt die Grafikeinstellungen noch nicht hochgeballert habe. So, das machen wir jetzt aber natürlich als allererstes. Was habe ich eingestellt? Ultraleistung. Was ist das? Nativ. Das ist das Beste. Probieren wir es.
Kill-Team-Anführer in Trupp. Vox-Track. Wiederhole. Kill-Team-Anführer in Trupp. Vox bestätigen. Kill-Team an. Wir sind circa 20. Position abgestürzt. Das ist ja Third Person. Die Virusbombe. Verdammt. Ich dachte, es ist Ego-Shooter, ehrlich gesagt. Lol, wie ich mal wieder keine Ahnung habe. Eine tyrannidische Schwarmflotte hat den Planeten Kadaku überfallen und gefährdet ein Alpha-Projekt namens Aurora. Rücke zur Orbitalwerferanlage vor und schieße eine Virusbombe in die Atmosphäre, um die Tyrannidengefahr zu bannen. Finde das abgestürzte Deathwatch-Schiff. Oh, ich lieb's jetzt schon, Leute. Du hast das Kommando. Wie lauten deine Befehle? Oh, ist aber schon ein bisschen ruckelig, ne? Die Virusbombe in die Stratosphäre schießen, detonieren. Und zuschauen, wie die Tyranniden abkratzen. Jetzt sollte ich doch mal. Das ist sogar zu krass für mich. Ja, auf Qualität gehen. BPS-Obergrenze. Bildrate unbegrenzt. Auch einfach ein PC Pro, genau. Der Transmitter ist defekt. Ja, das sieht schon ganz geil aus, wie da im Hintergrund so alles. Aber wieso kann ich nicht hauen mit der Säge? Ist das noch Tutorial oder was? Homaganten, hier wimmelt es von denen. Das sieht schon nice aus, auf jeden Fall. Rüstung. Schaden reduziert die Rüstung. Die Rüstung erholt sich nach einer Kurzverzögerung. Du kannst kürzlich verlorene Gesundheit auch, indem du Schaden zufügst. Die weiße Linie zeigt die maximale. Bisschen too bright. Und wir können hier noch. Ich finde es auch ein bisschen zu bright. So besser. Die Virusbombe. Kettenschwert-Kombination. Schwere Angriffe. Halte, um einen Kettenschwert mit einem schweren Angriff zu beenden. Je länger die Kombo, desto mächtiger der schwere Angriff.
Setze schwere Angriffe gegen große Gruppen von Gegnern. Ich habe mit diesem elenden Gang ganz gut zu tun. Was Neues von Bruder Darius oder dem Kommandanten? Nichts. Jetzt gebührt die Ehre uns allein, okay. Kelstros. Durchhalten, Brüder! Ah, ich verstehe. Jetzt richtig Area of Effect, wenn man hier eine Combo vorher gemacht hat und dann gedrückt hält. Das gefällt mir ganz gut. Parade. Drücke für eine Parade. Normale Angriffe und blau markierte können pariert werden. Genau im richtigen Moment ausgeführte Paraden können kleinere Gegner sofort töten. Ah, da ist die Taste nicht optimal hierfür, muss ich sagen. Muss ich eventuell ändern. Eine Parade? Das war eine Parade. Ob ich nicht lieber Controller-Spieler bin? Nee, eigentlich nicht. Also es kommt immer aufs Genre an, aber so alles, wo man zielen muss, mag ich eigentlich die Maus lieber. Ausweichen, drücke Space, um rot markierten Angriffen auszuweichen. Diese Angriffe können nicht pariert werden. Finisher. Ulfar, du musst diese Bombe erreichen. Das werde ich. Und wenn ich mich zu ihr durchbeißen muss. Also Call of Duty zum Beispiel spiele ich lieber mit Maus und Tastatur, auch wenn ich weiß, dass es wohl ein Vorteil ist, wenn man mit Pad spielt. Aber Ego-Shooter immer Maus und Tastatur. Ein Souls-like spiele ich im Pad. Aber da muss ich in der Regel dann auch nicht präzise zielen. So. Also Headshot-mäßig präzise. Darius. Oder. Ich werde sie rächen. Dieser Border wird dir zu Ehren dröhnen, Darius. Das schwöre ich. Los, Ungeziefer! Okay, Sensitivity ist viel zu hoch. Wo ist das? Wo kann man die Sensitivity einstellen? Empfindlichkeit da. Es wird Wochen dauern, bis ich diesem Xenos geschmacklos bin. Kommst du aus dem Konsumrecht, hast dich an PC gewöhnt seit Giga. Nee, das war ja damals so, als ich bei Giga angefangen habe, da war ich ja heftig am Quake spielen damals, also habe eigentlich fast nur PC gespielt und nur Maus und Tastatur auf, wenn ich sagen darf, sehr hohem Niveau. jedenfalls
war das auch der Grund, warum die mich in den PC-Bereich gesteckt haben. Eigentlich ist mein Background Konsole, weil ich halt ein Consolero war und schon immer alle Konsolen gehabt und gespielt habe. Aber ich habe beim Bewerbungsgespräch habe ich halt gesagt, dass ich zurzeit halt viel am PC spiele, weil das zu dem Zeitpunkt auch gestimmt hat. Und zack, war ich im PC-Bereich. Kann man darüber? Nee. Ich mag hier den flüssigen Waffenwechsel. Feindschwächen. Halte, um kleinere Gegner zurückzustoßen und sie für einen Nahkampfschuss zu markieren. Okay. Drücke, um einen markierten Gegner mit einem Nahkampfschuss anzugreifen. Ein Nahkampfschuss testet dann sofort für große Gegner. Okay. Halte rechte Maustaste. Habe ich es richtig gemacht? Ich markiere die doch nicht. Hä, das klappt ja überhaupt nicht. Klappt überhaupt nicht. Da, jetzt hat's geklappt, aber... Wann muss man denn da gedrückt haben? Hä? Halte... Aber wenn ich rechte Maustaste gedrückt halte, dann macht er doch hier diesen Schlag. Verstehe ich irgendwas nicht? Habe ich noch nicht so ganz kapiert gerade. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Okay, der Rücksetzpunkt ist sehr fair, ist ungefähr genau 30 Zentimeter neben meiner Leiche. So, ich probiere nochmal hier dieses Blocken. Er markiert nicht, doch jetzt. Das ist schon ein bisschen komisch. Okay. Ich hab so langsam check ich's, glaube ich. Ist eher ein Wegstoßen, ne? Wir haben keine Zeit mehr.
Schwierigkeitsgrad kann man auswählen. Am Anfang waren, glaube ich, 4 oder 5 Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Das ist der zweitleichteste, normal. Also ich habe einfach normal genommen, aber es gab noch, glaube ich, 3 schwierigere, oder? 2 oder 3 schwierigere. Das Imperium. Ist ziemlich straight auf jeden Fall bislang. Ist halt kein Dark Souls, ne? Das darf man nicht vergessen. Da ist die Virusbombe. Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Fester kannst du nicht zubeißen, Xenos. Komm schon! Die Orbitalbombe. Der Orbitalwerfer. Sieht immer so aus, als ob man da durch kann, aber nee. Aber doch. Das ist ein Terminal. Naja, Terminal. Oh, du Schwein. Ah, Rüstung heißt wahrscheinlich... Ich hänge. Ich raff es nicht. Donson! Donny Donson! Donny Raid! Es ist ein Donny Raid! Ja, von einem Radanslayer zum anderen. Die einzigen 2 deutschen Let's Player der Welt aus Deutschland, die Radan im First Try gelegt haben. Donny, vielen Dank für dein Raid! Ich zocke hier gerade Space Marines 2 und raff noch gar nichts, steuerungstechnisch. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man irgendwie jetzt die letzten Wochen nur Elden Ring gespielt hat und dann ein Spiel spielt, was in einer ähnlichen Perspektive, also Third Person ist und plötzlich aber alles so ein bisschen anders ist. Muss man erstmal reinkommen, will ich damit sagen. Muss man erstmal reinkommen. Was gab's bei Donny? Was habt ihr gezockt? Ist ja nicht jetzt World of Warcraft Spieler? Donny, bist du jetzt World of Warcraft Spieler? Haben wir dich verloren? Gym Simulator. Das wäre mein Second Guess gewesen. Gym Simulator. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber und trotzdem in meinem Kopf ist ein ganz klares Bild. Sehr schön. Gym Simulator finde ich gut. Ja, also vielen Dank für den Raid, Donny. Ich mache hier mal weiter. Ich muss hier erstmal, ich habe gerade angefangen. Ich bin hier noch im Tutorial quasi und habe jetzt hier so einen kleinen, es ist nicht mal ein Boss, es ist so ein mittelschwerer Gegner, aber ich raff's das System noch nicht so richtig. Irgendwie kann man die wegstoßen und dann anballern, dann kann hier parryen. Das ist alles auch, ich spiele halt jetzt auch mit Maus und Tastatur, das ist halt auch nochmal gewöhnungsbedürftig. Gebe ich immer. Patz! Patz!
Guck mal, jetzt klappt's doch. Drücke um ein Duell drücken. Achso, das ist Punkt. Ja, okay. Oh nein, da ist ja noch einer. Hier, guck, der haut nämlich ganz schön rein. Nein, ich will nicht sterben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Also ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen Buttonmashing dabei. Also auch wenn es geklappt hat, es fühlte sich jetzt noch nicht so an, als ob ich genau weiß, warum ich gewonnen habe. Ich glaube, ich check noch nicht so ganz. Mir fehlt noch so ein klares Signal, irgendwie ein Geräusch oder ein Effekt, das mir signalisiert. Okay, das war ein erfolgreicher Parry. Auf irgendwas hätte ich jetzt gucken sollen. Ich bin falsch abgebogen. Oh, shit. Es ist auf jeden Fall blutig as fuck. Was ich ja gut finde. Nicht wahr, Kinder? Hat das Spiel eine Story? Oh, mit solchen Fragen, da musst du vorsichtig sein hier bei den Warhammer-Fans. Das ist fast schon Majestätsbeleidigung. Das ist ungefähr so, wie wenn du bei Souls-Spielen sagst, da gibt's keine Story. Dann kommen die Lore-Professoren, die Jünger Vidias und erklären dir erstmal, warum die Säule 6 Zacken hat. Hexfoss, alles klar? Ich habe die Bombe! Lore nicht gleich Story. Ah. Da schon eine gewisse Verwandtschaft sehen wollen. Okay. Oh, was ist das? Du hast deinen Imperator gut gesehen. Das sind Ratten. Logaufzeichnung an die imperiale Einheit, die dieses Log findet. Mein Kill-Team hat eine Bruchlandung hingelegt. Alle meine Brüder wurden von den Tyranniden getötet. Ich habe die Virusbombe, bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Zünde sie in der Stratosphäre, damit sie sich über die Tyranniden-Stellungen verteilt. Ich werde hier mal geballert, ey. Oh, geil. Das war ja super. Oh, shit. Was? Wo kommen die denn her? Das große da. Ist das was? Angriff der Riesenvulva.
da noch was ist. It's not that kind of game. Yes, I know. Ach, das ist ein Tyranniden-Drop-Pot. Okay. Das macht Sinn. Ah, das macht schon Bock, dieses Massengeschnetzel hier. Zu verlangsamen. Das Virus wird sich durch ihre Truppen verbreiten. Sie werden sich anpassen, aber es wird sie verlangsamen. Das Virus muss in die Stratosphäre geschossen werden. Nur das zählt. Guck mal, das lebt. Würde ich mal sagen. Holy shit, what the fuck? Snatch. Ich bin fast tot. Schichtwechsel überfällig. Diese Verspätung wurde für die Nachprüfung markiert. Öffnet die Tore. Guck mal, selbst im Jahre 40.000 hat die Bahn Verspätung. Aber es gibt irgendwie ein bisschen wenig zu entdecken so in der Map, ne? Außer Munition. Hab ich jetzt hier, keine Ahnung, ist natürlich vielleicht noch ein bisschen früh. Um das so final zu beurteilen, aber es gibt irgendwie so... Was auf jeden Fall Bock macht, ist der schnelle Waffenwechsel. Also, dass du hier Sägen schießen, ballern, Sägen. In ungefähr dieser Reihenfolge. Dass das alles sozusagen zusammen. Also, es ist nicht entweder oder, sondern. Alles zusammen. In welchem Tutorial entdeckt man das Drachenschwert plus 5? Naja, ich sag mal so, in Souls-Spielen, wenn man den Tutorial-Boss schafft, kriegt man meistens eine gute Belohnung. True or not true? Und diese riesen Fahrradkette. Übertrage Überschreibungserlaubnis. Setze die Flugbahn auf Detonation in der Stratosphäre. Das Ritual der Sicherung muss durchgeführt werden. Bitte autorisierten Markos an der Befehlskonsole aufsuchen. Finde die Aktivierungskonsole des Orbitalwerfers. Oh, wir kriegen Granaten. Mit G. Oh, ups. Das war wieder typisch. Warte, die muss ich woanders hinsetzen. Das funktioniert so nicht.
Das war mal wieder typisch. Deshalb hätte ich nie bei der Bundeswehr funktioniert. Garde, die Granaten. Ich wäre wie so Jar Jar Binks. Ich hätte die Armee einfach durch Stolpern und Fallen lassen vernichtet. Maschinengeist, wo ist die Befehlskonsole? Auf der Aussichtsplattform oben. Der diensthabende Magos antwortet nicht. Hey, let's go. Hier, fang. Batz, Spratz. Nochmal, hier. Oh, Zoe! Raid! Liebe Zoe, vielen Dank für dein Raid. Ich bin hier gerade am Schnetzeln. Dann gerade nicht. Aber vielen Dank für den Raid. Wir haben uns ja kurz gesehen im Experion. Ey, wer schießt denn da? War schön, dich zu sehen. Oh Mann, ich kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Obwohl ich Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland bin. Und das eigentlich Berufsbezeichnung ist. Irgendwas ballert da noch. Ist denn da hinten? Da hinten ist noch was. Jetzt. Jo, ich zock gerade hier Space Marines 2, ist gestern erschienen. Und ich bin sehr, sehr gut. Vielleicht das nochmal kurz, wie man ja auch sieht. Und ja, vielen Dank für dein Sub. Was gab's denn bei dir? Was habt ihr gemacht? Wukong, ah ja, okay. Muss ich auch noch, habe ich noch nicht gespielt. Black Myth Wukong, wollen auch, wollen ganz viele, dass ich das zocke. Ah, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt gerade Elden Ring DLC durchgezockt und wollte jetzt erstmal irgendwas anderes. Wollte irgendwas mit ballern. Maschinengeist, wie ist der Status des Wukong, Wukong, ich weiß auch nicht, wie heißt Black Myth Wukong? Wukong? Ist toll, aber schrecklich, ich habe fast geweint. Oh, was? Was ist denn da so traurig? Ich dachte, da gibt's die ganze Zeit nur auf die Fresse. Wenn Ede Radahn schon schwer fand, wird er Wukong lieben. Wenn er Radahn schon schwer fand, der gemeinhin als der schwerste FromSoft-Boss gilt. Als ob das jetzt so... Normalerweise jeder sagt, das ist voll der easy Gegner, nur ich finde den schon schwer. Mein Skill ist ziemlich traurig. Ach, das ist bei den Spielen sowieso... Skill ist da ziemlich gleichbedeutend mit Spielzeit, die man investiert. Was ja tatsächlich bei den meisten Spielen ist. Wer jetzt nicht auf einem Pro-Gamer-Level zockt. Jedes Mal, wenn man hier in dem Spiel einen Knopf drückt, kommt irgendwo eine Welle an Gegnern. Das kann man jetzt schon sagen. Systeme verlassen den Ruhezustand. Ritual der Kondensatoren eingeleitet. Mitarbeiter dürfen mit den Gebeten des Ladens beginnen. Guck mal, hier schießt er das bestimmt gleich hoch in die Luft. Es sind seismische Störungen aufgetreten. Überlebe, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Ja, das war genau, was ich gemeint habe. Granaten. Oh, ich hab schon voll. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Sie kommen gleich. Ach du. Ah, das sieht ja ganz geil aus. Bisschen mehr Granaten wären noch geil. Sie sind da! Sie haben mich gefunden! Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden!
Oh oh. Das ist aber schon ganz geil mit diesen Schweren. Das hat so ein bisschen Starship Troopers Vibes, muss ich sagen. Marty! Ja. Okay. Die Blocken. Es gibt eine Blockentaste. Es gibt eine Blockentaste. Ich denke, vielleicht ist es schlauer, die erstmal hier ankommen zu lassen. Und hier mit den Granaten dann. Und dann können wir hier oben noch die Dinger abballern. Ich lasse die einfach kommen. Ich glaube, es ist Quatsch jetzt hier schon. Kann ich hier irgendwas vorbereiten? Nee, ne? Ja, gut. Aber wenn wir da noch ein bisschen... Der einfach gar nichts trifft, der Boy. So, jetzt warten wir ein bisschen. Runde 2. Runde 3. Ich dachte, ich hätte es eigentlich ganz gut gemacht, aber irgendwie... Ja, doch, wobei... Bam! Yo, Tino, was geht ab? Danke auch nochmal für deine Mail. Ich habe noch nicht geantwortet, aber ich habe sie gelesen. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
Oh, jetzt sehen wir ihn. Max Phoenix, oder wie er heißt. Geht direkt weiter, das Gemetzel hier. Keine Pause. Steinbrecher, vielen Dank für deinen Sub. Sehe ich denn eigentlich den Energiebalken nicht mehr? Ist hier irgendwas anders jetzt? Kaschnetzel, Wetzel, Metzel, ey. Werdet ihr Wunden tragen, die euch an mich erinnern werden? Oh. So langsam checke ich es, glaube ich, mit dem Parryn. Alter, ist das geil brutal. Oh. Wo denn? Da oben, du Latz. Irgendwo ist immer noch einer übrig, ne? Ach du meine Güte. Oh, das war knapp, fast der Stampfer. Guck mal, ich habe ihm schon so ein bisschen die Schwanzpanzerung weggeballert, oder? Hä? Sag mir bitte, dass das geskriptet ist. Ich war doch voll am Abholen. Oh oh, das tut weh. Davon erholt er sich nicht. Oh! Wir werden gerettet. Gibt es eigentlich auch Frauen im Warhammer 40k-Universum? Nein. Es gibt Kampfnonnen. Sororitas. Sisters. Ordensschwestern. Mhm. Aber was mich interessieren würde, ist, verdienen die genauso viel wie die Männer? Oder sind wir da in 40.000 Jahren nicht weitergekommen? Orbit von Kakadu, Kadaku meine ich. Guck mal hier, der kann das auch. Ach, guck dir diese Narbe am Hals an. Offensichtlich nicht sein Körper. Skeletor. Lobet den Imperator. Die Wunde war tödlich. Sie haben nur dank der Rubicon-Operation überlebt.
Wir haben sie rundum erneuert. Sie sind jetzt ein Primaris. Der sieht auch aus wie der Typ hier aus Mad Max. Persönlich gab den Befehl. Bisschen. Ist er hier? Nein, der Primarch hat ihn gerufen. Der Primarch? Ich muss zurück zur Watch-Festung. Sie haben eine neue Aufgabe. Aber mein Platz ist in der Death Watch. Die Inquisition findet keinen Makel an Ihnen, Titus. Der Häresie beschuldigt. Haben Sie in der Death Watch gebüßt. Fast ein Jahrhundert lang. Ohne das geringste Zögern. Aber Sie können erst erlöst werden, nachdem Sie sich dem Urteil Ihrer Brüder gestellt haben. Beweisen Sie sich, und Sie werden entzündet. Aha. Was ist Leben? Meine Ehre ist mein Leben. Was ist Schicksal? Meine Pflicht ist mein Schicksal. Was ist Angst? Meine Angst ist zu versagen. Was ist der Lohn? Meine Erlösung ist mein Lohn. Er wird jetzt ein Space Marine. Ja? Was ist Ihr Handwerk? Mein Handwerk ist der Tod. Was ist Ihr Schwur? Mein Schwur ist die ewige Treue. Er wird ein Primaris. Durch die Primaris-Operation sind Sie nun ein Primaris Marine. Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden Ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von Ihrem Dienst in der Death Watch wissen. Aber Ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Kalgar gibt Ihnen eine zweite Chance. Vergeuden Sie sie nicht. Da fliegt ein Baby. Einfach so komplett random im Hintergrund. Und Schulterpolster sind auf jeden Fall ein großes Ding im 4K-Universum, ne? Also das muss man schon sagen. Weil das ist ja schon ein bisschen überkompensierend. Da steckt ja keine Schulter drin. Sieht schon ganz geil aus, die Rüstung. Melde dich bei... Guck mal hier, was ist das? Was ist das? Das ist kein Baby, das ist eine Babypuppe? / Cyborg? What the fuck? Why? Ein Cyborg-Baby-Engel. Ja, gut, wenn du meinst. Ich jetzt. Ja. Leutnant? Cardanus, auf uns wartet Arbeit. Trommel den Rest des Trupps auf dem zusammen. Ja. Guck mal, die haben auf jeden Fall Respekt hier. Das ist ein Cherub. Ah, die Cherubin. Von denen habe ich schon mal gehört. Das sind so... Ja, doch, davon habe ich schon mal gehört. Was, wo habe ich denn das schon mal gehört? Ich glaube, es gibt einen Song von Cool Savage mit Curse. Kann das sein? Cherubin?
Und das ist irgendwie so, das sind irgendwie so auch so Todesengel oder sowas? Was habe ich das schon mal gehört? Aber das finde ich halt immer so episch bei den 4K-Sachen. Alles ist so ultra überdimensional. Es ist halt, guck dir das an. Überall alles ist einfach nur, hat alles so epische Ausmaße. Von den Schulterpolstern angefangen. Mein Lord. Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Bisschen aus wie Hannes. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Kein Problem. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Das finde ich nicht geil. Der neuen Vorgesetzten findet er nicht geil. Mag er nicht. Leutnant, bitte entschuldigen Sie mein Zögern. Ich hatte nur nicht mit dieser Entwicklung der Dinge gerechnet. Ich auch nicht. Sergeant Gadriel, die Absolver steht zum Abflug bereit. Bruder Chiron, das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut, wir brechen sofort auf. Du kannst jetzt online spielen. Lade Freunde in deinen Trupp ein und spiele mit ihnen. Verwende die Schlachtkarte im Strategium oder in der Starthalle, um den aktuellen Spielmodus zu spielen. Nicht angreifen. Wahren Distanz. Geschütze sind einsatzbereit. Die Schlachtbarkenkarte. Schlachtbarkenkarte? Schlachtbarkenkarte? Hä? Schlachtbarkenkarte. Die Schlachtbarkenkarte? Sporensalbe auf Auspex. Auf dem Weg nach Kadaku. Ach, Schlachtbarke ist das Schiff. Okay. Okay. Ist deine Einsatzzentrale. Wähle einen Planeten, um eine Mission zu beginnen. Deine aktuelle Mission wird durch eine gelbe Anweisungsmarkierung angezeigt. Du kannst abgeschlossene Missionen erneut spielen. Du kannst den Spielmodus zu Einsätze oder ewiger Krieg ändern. Wenn du diesen Modi spielst, bevor du die Hauptkampagne beendet hast, könntest du bestimmte Ereignisse der Handlung vorab erfahren, was die Spieler beeinträchtigen könnte. Wir reagieren so schnell wie möglich. Jawohl, Lord. Oberst Drury, die Anfrage wurde entgegengenommen. Ihr müsst vorerst ohne die Hilfe der Astartes auskommen. Resilient Ende. Einsätze ist eine PvE, ein PvE-Spielmodus, in dem es um die Nebenmission des Kampftrupps Talassa und Veridian geht. Wenn du diesen Modus spielst, bevor du hier könntest du bestimmte Ereignisse in der Handlung erfahren. Passe deine Rüstung an, verbessere deine Waffen, um die Drohne zu schießen. Wir empfehlen dir, mit der Mission Inferno zu wollen, wenn du in den Modus einsetzen möchtest. Ohne eine bestimmte Mission auszuwählen, dann kehre von diesem. Ich
Ich muss mit Oberst Frakes sprechen. Ewiger Krieg ist ein PvP-Spielmodus, in dem die Schlacht um das Schicksal ist. Ein Schnellspiel ist die schnellste Art, sich einem Trupp anzuschließen und ein Spiel in einem zufälligen PvP-Spieltyp zu starten. Okay. Ach, wie geil. Erobern und halten. PvP ist ja nice. Aber wir machen trotzdem erstmal Kampagne. Hier kann man auch den Schwierigkeitsgrad noch ändern übrigens. Hier sieht man es nochmal. Leicht Norm 4 Stück gibt es. Engel des Todes. Barax muss ein Relais haben. Richtig. Und einen größeren Chor. Fordern Sie ihn an. Befugnis erteilt. Hä? Moment. Ist das nicht die Mission, die ich machen muss? Auf Kadako gibt es so viel Biomasse, dass sich die Tyranniden exponentiell vermehren könnten. Die Geschützteams sollen Zyklon-Torpedos vorbereiten. Sir. Ohne die Befugnis des Ordensmeisters. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst. Und sollte ein Exterminatus nötig sein, lebe ich damit. Jawohl, Lord. Informiere ein jetzt die Exterminatus. Das sieht schon alles sehr episch aus, muss ich sagen. Der Detailgrad und so, das gefällt mir schon ganz gut. Absolute Hybris hier. Aber von der Verkabelung sind wir trotzdem noch ungefähr Rocket Beans Niveau hier. Aber gut, ich werde nicht motzen. Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Ich krieg richtig Gänsehaut. Die Tyranniden greifen die Kanonen unaufhörlich mit Sporen an. Es überrascht mich, dass die Kadianer so lange durch. Das gibt dem Ganzen so eine Epicness irgendwie. Alles fühlt sich episch an. Was aber auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit irgendwie transportiert, weil man irgendwie das Gefühl hat, die Welt und die Geschehnisse sind größer als man selbst. Kann man wirklich was beeinflussen? Ist es nicht sinnlos? Und damit passt das ja eigentlich auch genau in dieses Setting, dass man einfach so ein Space Marine ist. Brüder, das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Und diese ganzen Raumschiffe, das müsst ihr jetzt mal im Chat sagen, diese ganzen Raumschiffe, die man hier so sieht, die kann man auch in echt irgendwie kaufen und anmalen und bauen oder was? Das ist schon ganz geil, ey. 1:1. Ja, sonntags treffen sich ja bei uns bei Rocket Beans immer die ganzen Warcraft-Fans. Da Kuro und seine Gang, Alex und so, und malen da ihre Figuren oder was. Ey, vielleicht gehe ich da auch mal mit. Ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Da kann man aber auch echt viel Geld rein versenken, ey. Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Warhammer meine ich, nicht Warcraft. Sorry. Sorry. Naja, Warhammer hat ja alles geklaut bei Warcraft. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone. Dann los. Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Hm. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Ja.
Guck, die hat nur kleine Schulterpolster. Schulterschützer. Mein Lord! Major Sakana, 8. Kadia-Regiment. Major, erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Bruder. Ja, mein Lord. Der Bray. Der Bray kommt mit mir. Stillgestanden, Soldaten. Die Lage hier hat sich verschlechtert. Diese widerlichen Gargoyles verseuchen den Himmel. Die Tyranniden haben die Orbitalkanonen. Oh, was da alles abgeht, ey. Guck dir das an. Wir kümmern uns darum. Ja, die Panzer. Major, es kommen weitere Feinde aus dem Osten. Wir müssen die Ostflanke verstärken. Du, begleite ihn. Wir werden die Verteidigung unterstützen. Vielen Dank, mein Lord. Es sind unendlich viele. Das werden wir ja sehen. Hoffentlich zählst du mit, Bruder. Das tue ich. Platsch. Sie haben Berichte, dass sich mehrere Schwärme nähern. Sagen Sie uns wo. Ich schicke die Koordinaten an Ihr Auspex. Mein Lord, wir bereiten einen Luftangriff vor. Können Sie den Feind halten, bis wir soweit sind? Verlassen Sie sich drauf. Hat Chuck Norris einen Bart? Was ist das für eine Frage? Rein ins Geschnetzel hier. Die lassen mir nichts übrig. Da. Splatsch, wie ich den, habt ihr gesehen, wie ich den am Schwanz gefangen hab? Oh, falsche Taste. Ich bin dumm. Hier, guck. Platsch und Smatch. Ziel zerstört. Lade Waffe nach. Nachschub. Alter, geht's hier ab, ey. Oh oh. Guck dir das an. Ja, ich habe nur noch ein Messer, ich habe keine Säge mehr. Oder ist das Messer besser? Oh oh, ich bin fast tot. Thank you.
Alter, wie das hier abgeht, ey. Das war knapp. Das achte verfehlt nicht. Das war eine knappe Kiste. Alle in der Basis verdanken Ihnen ihr Leben, Wertelord. Imperator schütze uns. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie... Ja, so ein Fitzel Energie gehabt. Es wird nicht lange dauern. Taktik. Tick-Tack. Die Orbitalkanonen sind hinter dem Sumpf. Nehmt euch in Acht. Die Tyranniden liegen auf der Lauer. Was ist jetzt das? Da ist es doch schon. Überall ihre widerlichen Hüllen. Organische Maschinen. Boltpistole? Ja. Ihre Schiffe. Die Pots. Was ist das? Schwere Boltpistole. Heute werden wir sie läutern, Bruder. Halbautomatische Präzisionspistole. Weißt du, besser als das Gewehr? Nee, oder? Ach so, warte. Ich hatte die ganze Zeit die Boltpistole? Halbautisch. Okay, ich glaube, ich habe jetzt eine bessere Waffe. Moment, ich habe die ganze Zeit nicht das geile Gewehr benutzt? Okay, egal. So, weiter geht's. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Schnetzelmesser. Sturmboltgewehr. Damit erledige ich sie. Kettenschwert. Ist das besser als das, was ich habe? Hier liegt ja sau viel Kram. Warte mal, Kampfmesser. Kettenschwert. Das wird mir gute Dienste leisten. Kettenschwert. Hab ich schon. Wir wollten zum abgestürzten Gunship. Der Gestank war unerträglich. Ein paar von uns sind in den stehenden Tüppeln ertrunken. Das Ausmaß der Tyrannidenplage ist immer noch unklar. Laut den letzten Messungen stand Kadaku kurz vor dem Exterminatus. Wäre das der Fall, würde ich dieser Welt keine Tränen nachweinen. Sie hat uns schon zu viel genommen. Venator, in Bewegung bleiben. Fragmentgranate geworfen, es hat mich. The fuck? Hä? L? Danke, Bruder. Okay. Okay, jetzt gibt's aufs Maul. Ey, was ist denn, was soll denn das für eine Taste sein? Okay, das ist für Pets gemacht. Okay, das ist die Ä-Taste bei mir. Wird hier anders angezeigt. Sorry, Leute. Das ist eigentlich nur links-rechts, glaube ich, gewesen. Ich hätte jetzt hier nicht mit Quicktime-Events gerechnet. Wechselmagazin. Der Eliminator ist tot.
aufgefüllt. Nehme Ausrüstung. Mehr Stimpacks wären gut, tatsächlich. Ach du meine Güte! Ah, der war schon. Von den Kardianern erwarte ich Besseres. Die Orbitalkanonen zu verlieren ist ein Rückschlag. Und sie haben dafür bezahlt. Aber die Feinde sind zahlreich. Das kardianische 8. Regiment muss sich mehr anstrengen. So geil, dass man hier so eine Sonnenblume punchen muss, damit man weitergeht, ey. Du kennst diesen Feind, Bruder? Ja. Ja, Bre. Was unterscheidet sie von anderen Xenos? Sie sind eine unerbittliche Plage. Aber sie sind schlau. Mit ihrem Schwarmbewusstsein kämpfen sie wie eine Einheit. Lade nach. Vorsicht. Oh, die Musik. Die Sporen explodieren, wenn sich eine Bedrohung nähert. Dann kommen wir ihnen zuvor und vernichten sie. Ja, Mann. Genau so machen wir das. Ah, die könnten natürlich vielleicht auch Gegner befallen, oder? Okay, ich verstehe das Problem. Huch, what the fuck? Hit me! Hit me! Das sind eher unorthodoxe Kampfmethoden, Leute. In welcher Kompanie habt ihr früher gedient? Ich habe dem Imperator anders gedient. Deathwatch? Ja. Deathwatch scheint ja irgendwas zu sein, Leute. Was ist Deathwatch? Das hören wir ja hier häufiger. Ich war bei der Deathwatch. Sowas wie die Elite? Vielleicht die Verteidigung des Imperators oder sowas? Die Königsgarde? Natürlich erschreckend. Munition gesichert. Geil, diese Kettenexplosion war. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck?
Ey, stellt euch mal Folgendes vor, ne? Wo wir hier wieder bei 40.000 sind. Stellt euch mal vor, man wird wiedergeboren. Aber es dauert einfach ultra lange. Also stellt euch vor, man wird wiedergeboren, nach dem Tod wird man wiedergeboren, aber es dauert 30.000 Jahre oder so. Das ist vielleicht ein bisschen viel, sagen wir 1.000 Jahre. So, aber wartet. Aber dieses Wiedergeboren, und jetzt fragt man sich ja, okay, wenn ich wiedergeboren bin, fragt man sich ja oft in dieser Theorie, kann ich mich dann noch an mein altes Leben erinnern? Kann man ja nicht. Wenn es Wiedergeburt wirklich gibt. Wie wäre es, wenn die Erklärung dafür ist, dass diese 1000 Jahre halt, also dass die Erinnerung halt auch 1000 Jahre alt ist. Das heißt, wir können uns ja jetzt schon nicht mehr an alles erinnern, was, weiß ich nicht, vor 30 Jahren war oder vor 40 Jahren. Aber wenn 1000 Jahre vergangen sind, dann haben wir einfach alles vergessen. Also theoretisch könnten wir uns erinnern, aber da es so lange her ist, können wir uns nicht erinnern. Und man wird erst wiedergeboren, wenn man sein altes Leben vergessen hat. Also bei mir wäre es ungefähr nach einem Jahr. Nach einem Jahr würde ich wiedergeboren werden. Ja, der ist ready. Hä, der will doch noch was wissen. Nee, der weiß nichts mehr. Der erinnert sich an nichts mehr. Nee, der weiß wirklich gar nichts mehr. Der weiß nicht, wie alt er ist. Nee, der hat alles vergessen. Ja, okay, komm. Der Sumpf ist voller Xenos. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Wir müssen... Strategie ist wichtiger als Eile. Zu Befehl. Strategie ist wichtiger als Eile. Da hat wieder die Übersetzung zugeschlagen. Tja, hier zwei zum ersten Mal tatsächlich. Ihr müsst allein weitermachen. Verstanden. Wir können jetzt hier lang, aber wir können auch in die andere Richtung. Stalker-Boltgewehr. Sehr gut. Es sind halt immer die gleichen Waffen, die man hier findet. Ich brauche geiles Loot, Leute. Das ist das Einzige, was mir hier im Spiel noch ein bisschen fehlt. Geiles Loot. Ach ne, hier geht's gar nicht weiter. Guck. Ohne Drachenschwert, ohne mich, Leute, ganz ehrlich. Aufgefüllt. Aufgefüllt. Ja, Loot. Ich meine, irgendwie muss man doch aber was verbessern können an den Waffen. Man muss doch irgendwie... Wir wollen doch uns stärker fühlen im Laufe des Spiels. Keine Muni mehr, Alter. Das ist ja tragisch.
War hier nicht noch irgendwo Muni? Nachschub. Da ist sie, die Säge. Was sind das für rote Fässer? Ja, die darf man nicht anschießen. Jetzt müssen wir sie bezahlen. Lade Waffe nach! Aufgefüllt! Ach, guck, die kann man aufhauen, die Kisten. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hab schon die ganze Zeit gefragt, warum da nichts ist. Spratz. Das macht richtig Bock, in diese Sonnenblumen reinzuballern hier. Karabiner. Ist das besser? Nee, oder? Glaube ich nicht. Guck, wenn man die Kisten kaputt macht, da kommt der geile Scheiß zu Vorschein. Haben wir so ein Stimpack hier. Oh. Sind die gut? Ja. Engel! Wir sind gerettet! Ja, Mann. Kavallerie ist da, Leute. Hey, halt's Maul! Hey, halt's Maul! Ich werde bei... Ihr würdet euren Posten verlassen, Soldaten! Nein, Lord! Niemals! Wir haben sie eingeschlossen. Mehr können wir nicht tun. Öffnet das Tor! Ja, mein Lord! Öffnet die Tore! Ah, okay, das ist der Nachteil. Die hat nur 36 Schuss. Öffnet das Scheiß-Tor. Jetzt kommt wieder so ein Massenschwarm, ne? Aber von wo? Noch eine Welle. Wir können sie nicht aufhalten. Ach nee. Ups, das wollte ich gar nicht. Ausrüstung gefunden.
Catch. Spratschens. Splatschstatznasnadschnablablabs. Wo denn? Alter, wenn das hier keine Granaten mehr. Ganz praktisch, das Fadenkreuz, wenn es so rot wird, dann heißt das ein tödlicher Treffer. Ganz praktisch. Kann man sich neuen Zielen widmen, wenn man das sieht. Mehr Granaten werden nice. Hier sind bestimmt. Ach du Scheiße. Es sind zu viele! Es sind zu viele! Wir schaffen es nicht! Alter, was ein Gemetzel! Es ist ja nur geil. Achso, ich soll aufhören zu kämpfen. Na gut. Guck hier. Zrrtsch. 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 Das war ja sensationell. Also ich muss sagen, ja, Ede im Blutrausch, tatsächlich, das macht schon, das bedient schon so die niederen Instinkte eher, aber auf eine feine Art. Das ist echt genau das, was ich gesucht habe jetzt nach Elden Ring. Das schön einfach nur raufspratzen hier. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen.
frei. Bewegung. Heilige Terra, ich habe gerade an der Seite von... Boltkarabiner, Sturmboltgewehr, Kampfmesser, schwere Boltpistole. Was hab ich? Schwere. Das gleiche schon, ne? Alter, guckt euch das an. Was hier stattgefunden hat. Man möchte es gar nicht wissen. Da ist ein Stimpack. Nehmen wir mit. Nehme Ausrüstung. Warte, wo war das denn? Habe ich nicht gerade ein Stimpack gesehen oder habe ich es verwechselt? Naja, war das verwechselt mit den Granaten. Ich dachte, hier ein Stimpack gesehen. Aber vielleicht kann man hier noch ein paar Kisten zerstören. Guck mal, hier liegt auch noch was. Meltergewehr, was ist denn das Feines? Ist das ein Flammenwerfer? Oha. Nun. Dann geht doch durch die Tür. Ja, ja, ich gehe schon. Da fällt einem mal auf, wie viel Gears of War geklaut hat von Warhammer, oder? Das ist ja echt fast schon dreist. Boltgewehr mit Granatenwerfer. Oh, das ist aber auch sehr nice. Das Problem hier dran sind halt die wenigen Schüsse. Ah, auch gute Waffe. Warum kann ich denn nur zwei nehmen? Immer noch da hinten gucken. Wie er sich davon klauen will. Wer ist denn eigentlich dieser Imperator? Ist er gut oder ist er böse? Ist das mein Kumpel oder was? Oder ist das ein mieses Schwein? Was wissen wir über ihn? Wir wissen nicht viel. Er ist mein Chef.
ganz nice, die Waffe. Okay, die Reichweite ist nur scheiße. Das ist eine Shotgun quasi, ja? Gehen wir noch mal näher ran hier. Parts! Ah, okay, wenn die in diesem Exekutionszustand sind, dann können die wieder. Dann können die wieder normal werden. Dann muss man die ja killen. Sie müssen in der Nähe sein. Halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Kommt, Bros. Aber dann hat sich trotzdem noch eine irgendwie die Mühe gemacht, hier so ein paar Kerzen hinzustellen. Und dann nochmal so schön Ikea paar Kerzen kaufen. Bei all der Technik. Die Anlage ist auf der anderen Seite der Brücke. Müssen Sie über eine Konsole öffnen. Wieso schieße ich eigentlich so langsam? Für höhere Feuerrate. Geronimo! Oh shit, okay. Perfekt für unsere Shotgun. Mein Parts! 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 Pam! Spratzen, Datzen! Geht to the chopper! Bratzen, Statzen! Oh! Spratzen! Nimm doch jetzt! Okay, neue Knarre, Plasmapistole. Let's see. Vielleicht spülen sich zumindest schön anders die Knarren jeweils. Macht Bock die Knarre. Ah, jetzt ist sie overheated. Oh shit! Zerspratzen, ich liebe es, Leute. Eigentlich habe ich jetzt zwei Waffen mit wenig Munition. Ich brauch's die Munition, gell? Aufgefüllt. Freilich, freilich, ja, sicherlich.
Sicherlich, freilich, freilich, sicherlich. Hier gibt's Muni. Ne, das ist ein Stimpack. Auch gut. Hier gibt's Muni. Ja, sicherlich. Gesagt, den Zoom braucht man gar nicht. Ich überlege, ob ich Waffenwechsel nicht auf Mausrad lege. Aufgefüllt. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Im Battle. Guck mal hier. Sind das Räucherstäbchen? Guck mal, der Zoom ist auch so marginal. Weiß ich nicht, ob ich den unbedingt brauche. Na gut, kann natürlich sein, dass bei anderen Waffen besser ist. Das stimmt natürlich. Da habt ihr recht, gell? Trotzdem hätte ich gern den Waffenwechsel irgendwo auf einer anderen Taste, gell? So, sag ich mal so. Stimpack? Können wir nicht. Sarkana. Ich höre. Wir sind zu Captain Aiden vorgestoßen. Aiden? Ich dachte, er wäre tot. Wir nähern Joe uns seiner Biden. Kann ich mit ihm sprechen? Schon dabei. So, was haben wir hier? Kettenschwert brauchen wir nicht. Sturmboltgewehr. Sturmboltgewehr für kurze Distanz. Boltgewehr. Ne, wir bleiben bei unserem Stuff. Aber jetzt wird es gleich Action geben. Wenn eine Munitionskiste in der Nähe ist, gibt es immer Action. Mal, wie viel größer man ist als die. Ich habe befürchtet, sie werden tot. Geh das mal an. Die Größenverhältnisse. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Groxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Jawohl. Aber wir sind ein bisschen größer als der. Ihr macht das schon. Ich check lieber mal hier alles ab. Aha. Ja, ich habe keine Waffen, die ich hier verschwenden kann für sowas hier. Steuerung ist in dem Tod! Nutzt sie!
Auf mich wird geschossen. Okay, wir gehen rein. Der Weg ist frei. Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Welcher Film? Ganz geil, die Plasmawaffe, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Munition bräuchte die. Full Metal Jacket? Nee. Also da bestimmt auch... Oh shit, jetzt habt ihr mich reingelegt. Police Academy ist natürlich richtig, Lauchprinz. Bewegung, 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 Bewegung. Mahoney. Sie halten sich für clever, Mahoney. Bolt Karabiner, Bolt Pistole, Messer, Sturm Bolt Gewehr. Ich muss mehr Granaten benutzen. Man findet echt so viele. Ich bin zu sparsam mit den Granaten. Kann man das hier runter droppen lassen auf die? Nee, ne? Das ist halt auch wieder so, ne, so richtig alte Kriegspanzer, so Steampunk-mäßig. Was ist da in 40.000 Jahren schiefgelaufen? Das ist der technologische Fortschritt. Schwerer Bolter? Was ist das hier? Heilige Terra!
Was ist das? Zu Atom. Oh, Flugviecher. Oh, shit. Dahin. Ratatatateng, Alter. Oh, ist die Schrottflinte... Schrottflinte, ist die Schrottflinte. Ist die wieder weg? Schade. Ich dachte, ich kann wieder zurückswitchen auf die. Lobet den Imperator! Ich nehme eine Walküre und komme zu Ihnen. Sicher! Aktiviert endlich die Waffen! Los! Wir werden die Schwarmschiffe derart durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein. Gibt's eigentlich einen... Ach nee, das will doch Henry Cavill, will doch so einen richtigen Warhammer-Film oder sowas machen, ne? Oder Serie? Major, die Waffen wurden komplett. Ist echt komisch, dass es da noch nicht so richtig Hollywood-mäßig was gibt. Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sakana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir. Zeig mir diesen Bastard, was das Achte alles drauf hat. Für Avia! Bald. Hä, wo ist denn jetzt diese andere Waffe? Ich hatte doch noch so eine mit 200 Schuss. Wo ist die denn jetzt hin? Die ist jetzt weg. Hab ich die gedroppt? Hä? Ja, aber ich hatte sie doch eben noch in der Hand. Jetzt habe ich nur kurz die Waffe gewechselt, ist sie weg? Das war ja dumm. Oh. Na gut, kann nichts machen. Weg ist weg. Wir müssen einen Verteidigungsperimeter errichten. Meine Truppen sind in Verteidigungsposition. Sie halten die Stellung. Die Feinde werden versuchen, die Mauern zu erklimmen. Ist schon ganz geil, wenn man sieht, was da hinten alles an Monstern ist. Und dann liegt hier so Kampfmesser. Alles klar. Das wird helfen im Kampf. Aber tatsächlich tut's ja wirklich. Was haben wir hier? Boltgewehr mit Granatwerfer. Boltkarabiner. Da ist gar nichts. Sturmboltgewehr. Wollen wir mal Boltgewehr mit Granatwerfer? Sehr gut. Aber wie benutzt man die Granaten? Wie benutzt man die Granaten? Den Granat? Hä? Nee, beim Zoom. Das sind noch nicht die Granaten. Ja, das ist der Zoom. Gibt's noch einen anderen Zoom? Wir,
noch einen anderen? Das ist das hier, ne? Ah, okay. Verstehe. Let's go! Oh. Die Nordwand ist durchbrochen! Konzentriert das Feuer! Zögert nicht! Holt sie von der Mauer! Eine gut platzierte Granate sollte genügen. Ich brauche mehr Granaten! Super Power Mode. Granaten. Beeilen wir uns. Okay. Lol, wie die da alle runtergefallen sind. Ihr könntet ja auch mal irgendwelche Granaten da reinwerfen, Leute. Bin ich der Granatenboy hier oder was? Achso, ich muss hier wieder interagieren. Warum sagt denn keiner? Versammeln. Munition gesichert. Für Spezialtaktik. Was liegt da? Sprenggranate. Nehmen wir. Oh, da will man natürlich direkt eine Granate reinwerfen, ne? Auch wenn es vielleicht gar nichts bringt. Das Zielsystem hat oberste Priorität. Zacka! Sprätzchen! Es wäre geil, wenn man auch in die Panzer rein könnte, finde ich. Wo müssen wir da? My Lord, die
Dieser Aufzug bringt sie nach oben zur Steuerung. Wir halten ihn die Xenos verbleiben. Der Imperator schützt euch. Achso. Sag doch was. Ayosa Kana, wir haben das Zielsystem fast erreicht. Sie müssen die Paneele der Satellitenschüssel manuell aufrichten. Wir kümmern uns darum. Ist ja 40.000 und die haben Satellitenschüsseln, ey. Major, ich sehe die Mechanismen. Einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Die Tyranniden haben Sie bemerkt. Sollen Sie nur kommen. Haltet sie mir vom Leib, während ich das erledige. Spur einer geschafft. Ja, ich kann mir das schon echt geil im Koop vorstellen, so mit ein paar Kumpels zusammen. Das ist, glaube ich, schon ganz geil. Sich gegenseitig den Arsch retten kann die ganze Zeit. Hey, what the? Das sind ja die Giftdüsen. Wer wagt es? Sie lernen niemals. Geschafft. Jetzt zum nächsten. Autsch. Ungeziefer vernichtet. Schafft ihn mir vom Hals. I got it. Was denn? Ich hab mal. Wie einer noch? Hä? Den hatte ich doch schon. Hä? Why? Das ist massiver Betrug an meiner Leistung. Sehr erfolgreich. Oh, guck dir das an. Splats. Ich will einmal reinspratzen da. Antenne A wird von Gargoyles angegriffen. Wahrscheinlich wird Antenne B wahrscheinlich auch gleich angegriffen.
mir gute Dienste leisten. Ziel zerstört. Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne! Was? Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne? Was mit dir, Boy? Geht's ja aber ab. Wer wagt es denn die ganze Zeit auf mich? Auch da hinten, Jungs! Ich kann doch nicht alles machen. Antenne D, ich dreh durch. Wo ist jetzt Antenne D? Du meine Güte. Leute! Ein Zaun des Imperators! Der Feind hat die Antenne beschädigt! Alter, was geht hier ab? Ich hab das Gefühl, ich spiele alleine. Also. Was trifft mich denn hier die ganze Zeit so derbe? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Alter, was geht ab? Wie schwer war das denn? Oh, ich werde belebt. Ich darf nicht, auf was man da noch schießen soll. Ich baller die seit einer halben Stunde auf diese Antenne. Eieieiei, oh, Stimpack. Nimm's. Und rein. Hier ist eine Munitionskiste, das sagt ihr mir jetzt? Die Kanonen sind bereit. Nutzen Sie das Terminal zum Ziel. Guck mal, hier ist die ganze Zeit Stimpacks und alles gewesen. Aber okay, wir haben ja überlebt. Guck mal da, das Tyranniden-Raumschiff. Das haben sie versucht zu verhindern, aber sie haben es nicht geschafft. Na? Serverbeitritt.
Im Bus nach der Arbeit, genau. Just another work day. Mondays, am I right? Leutnant, Captain Akaran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm geradewegs durchbohrt. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen. Ich habe 2 Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Trupp getrennt wurde. Gut kombiniert. Tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. So, was ist das jetzt? Trupp bearbeiten? Achso, das ist nur für Multiplayer. Gaius und ich müssen mit den Mechanikuspriestern gehen. Dann müssen wir irgendwie mit den restlichen drei Thunderhawks auskommen. Ich muss los. Gute Jagd, Bruder. Ich soll auch in die Befehle, den sie muss. Aber wozu die Geheimnistuerei? Die Befehle stammen vom Leutnant. Mir wurde gesagt, Sie seien zusammen mit Lord Kalgar angekommen. Mit euch haben Sie mit ihm auf Vigilus gekämpft. Ich habe mir die Schlachtberichte mindestens 100-mal durchgelesen. Welch meisterhafte Verteidigung. Ich wurde anderswo gebraucht. Ihr habt ungewöhnliche Einsätze hinter euch. Ich Glückspilz. Ich will einen Speer an dieser Position. Captain! Kommen Sie hier rüber. Captain, der Mechanikus ist in der Leitung. Der kann warten. Das ist Nosegeta 12. Ein Mechanikus Erzmagos. Er sollte eigentlich schon längst auf dem Schiff sein, aber er will Kadako einfach nicht ohne Daten aus seinem Labor verlassen. Er ist in dieser Basis der Imperialen Armee. Seine Anlage ist hier. Der Feind rückt immer näher. Die Basis wird schon bald überrannt werden. Nosik ist äußerst wichtig für uns. Beschaffen Sie die Daten und holen Sie ihn raus. Was ist mit dem Bergwerk? Wenn wir die Vorratstanks aufbrechen und den Fluss ins Tal leiten, können wir die Felder um die Basis entzünden. Wir kochen sie in Prometheum. Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um Ihren Plan umzusetzen. 3 Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando. Ja, Captain. Wir baden sie in Prometheum. Sollen Mechanikus-Daten holen? Wir sind Astartes. Titus Alirio, Abflug bereit machen. Aber es ist interessant, ne? Es gibt in dem Spiel wirklich nichts. Also Looten und Leveln gibt es halt wirklich nicht. Es gibt kein Aufleveln, es gibt kein... irgendwas. Keine Ahnung. Upgrade. So, so. Ich glaube, es gibt nicht mal ein Inventar oder einen Charakterbildschirm oder sowas. Mein Trupp muss Daten aus einer Mechanikus-Forschungsanlage in Sektor 41A beschaffen. Ein feindlicher Schwarm droht sowohl die Anlage als auch eine östlich gelegene Basis Multiplayer, okay. zu überrennen. Ihr werdet eine Prometheum-Raffinerie sabotieren, um ihn auszubremsen. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Diese dreckigen Xenos sollen brennen. Ich werde euch während des Sinkflugs einweisen. Bruder, Magos Galio wartet in der Rüstkammer. Verstanden. Ja, Rüsthalle klingt ja schon mal nicht so schlecht. Wenn Sie keinen Kyroblaster für diese Aufgabe erhalten haben, dann holen Sie sich sofort einen aus der Rüstkammer. Ich habe ein Gesicht schon eine ganze Weile nicht mehr. Boah, das sieht alles so geil aus. Sie wollten mich sehen. Sagt Ihnen Ihr Status dazu? Ich kann mich nicht beklagen. Faszinierend. Prognosen zufolge gab es eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%, dass Sie... Ich habe dringende Pflichten zu erfüllen, Magos. Verstehe. Aktivieren Sie das Rüstkammer-Terminal. Ich werde Sie für Ihre bevorstehende Mission adäquat ausrüsten. Aha. Ihre gewünschte Ausrüstung. Kaum sage ich. Die Station wird sie Ihnen anlegen. Seit unserem letzten Treffen hat sich zwar vieles verändert, aber all das sollten Sie noch kennen. Der Omnisire hat uns von Anfang an Klarsichtigkeit geschenkt. Wir sehen aha, langsam, siehst du? So dienen kann,
Das ist genau das. Ungeduldig er ist. Kann aufgeladen werden. Also, was ist? Ah, guck mal. Und sind das die Waffen, wahrscheinlich, die ich dann im Spiel schon gefunden habe? Oder Anstifter, Boltkarabiner, Stalker, Boltgewehr. Halbautomatische Karabiner mit hoher Feuerrate und Zielfernrohr. Plasmabrenner. Meltergewehr. Für diesen Einsatz nicht verfügbar. Oh, guck mal, hier gibt es auch noch. Hier. Stärke 5, 3. Geschwindigkeit 6, 4. Durchschlagpotenzial. 2, Verteidigung ausgewogen. Starker Flächenschall. Oh, das hätte ich gern, den Hammer. Energieschwert. Ja gut, hat sich jetzt natürlich nicht so viel geändert, tatsächlich. Die Auswahl an Kriegsausrüstung wirkt unvollständig. Die Rüstkammer hat viel zu bieten, aber die vorgegebenen Optionen sind für die aktuelle Mission empfohlen. Also gut. Vielen Dank, Margot. Ihr macht mir künstlich das Leben schwer. Schließlich kennen wir uns. Okay, Leute. An der Stelle machen wir Schluss. Beim nächsten Mal weiter. Beziehungsweise, vielleicht mache ich beim nächsten Mal auch Dings hier. Koop oder Multiplayer, will ich auf jeden Fall beides noch ausprobieren. Sowohl PvE-Koop als auch PvP-Multiplayer würde mich tatsächlich schon interessieren, wie sich das so spielt. Bist du am Start, Hardref, oder was? Hardref schon in den Startlöchern hier. Macht auf jeden Fall Spaß, kann ich schon mal sagen. Also das hat echt Fun gemacht. Ist irgendwie so schön, irgendwie so, wie soll ich sagen, so Kopf aus klingt so böse, aber ich meine es im positiven Sinn. Es ist einfach irgendwie, ja, einfach nur Spaß. Einfach ein bisschen ballern, ohne zu viel Schnickschnack. Es konzentriert sich irgendwie einfach auf das, was es sein will. Ich glaube, jetzt ist es abgestürzt. Egal.